Heute geht es um das interdisziplinäre Arbeiten bei der Entwicklung virtueller Realitäten und Games. Viele Bereiche in der Softwareentwicklung sind heute nicht mehr nur reine Informatikprojekte. Ganz im Gegenteil, sie benötigen eine große Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten und Blickwinkel, um am Ende auch Nutzer und Nutzerinnen wirklich zu überzeugen. Virtuelle Welten und Games sind hierfür ein Paradebeispiel. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Katrin Ungru, berichtet von der Entwicklung solcher Projekte, die sie zusammen mit Design- und Informatikstudierenden an der FH Münster realisiert hat. Katrin Ungru ist Professorin für Visual Computing am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der FH Münster und hat mit einem Studium der Mediengestaltung und einer Promotion in Informatik auch selber einen interdisziplinären Hintergrund. Vielen Dank, liebe Katrin, dass du heute Abend hier bist. Nach dem Vortrag gibt es wie üblich Zeit für Fragen, Diskussionen und anschließend gehen wir ins Foyer. Da gibt es dann noch ein paar Stullen und Getränke und da kann das Gespräch natürlich gerne weitergeführt werden. Gut, dann übergebe ich jetzt das Wort an Katrin Ungru. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, man kann mich hören. Kurze Korrektur, Medientechnik, Technologie. Also ich komme tatsächlich aus der Technik und die Gestaltung habe ich mir jetzt ein bisschen angeeignet, würde ich mal so sagen, über die letzten Jahre. Ja, schön, dass ich hier sein darf und dass Sie hierher gefunden haben, trotz des doch wundervollen Wetters, wo man doch eigentlich im Freibad oder am Kanal sein sollte. Aber ja, ich freue mich und ja, wir legen mal los. Der Vortragstitel heißt Developing VR, das heißt, es geht einmal um VR, es geht um Developing, also Entwicklung, aber es geht auch und insbesondere um Interdisziplinarität und zwar ja, insbesondere in der Hochschule. Also die virtuelle Realität ist für mich eher so der Rahmen des Ganzen und der Aufhänger und ich möchte eigentlich eher über das interdisziplinäre Arbeiten sprechen und wie man das eben in der Softwareentwicklung bzw. im Designprozess integrieren kann. Ich gehe mal davon aus, dass noch nicht so viele, obwohl ich sehe ja ein paar aus dem Kurs, aus dem VR-Kurs, VR-Brillen aufgesetzt haben. Wer hat denn schon mal alles eine VR-Brille aufgesetzt? Ja, doch, schon ganz schön viele. Ich hatte jetzt so getippt 10%, aber es sind ja dann doch mehr als die Hälfte, also ein gutes Publikum. Kann ich ja die ersten Folien überspringen. Nein, also virtuelle Realität, was steckt hinter dem Begriff? Also man sagt ja meistens VR, das heißt Virtual Reality oder virtuelle Realität. Das bedeutet, dass man also virtuelle Objekte sich anschauen kann, indem man so eine Brille aufsetzt. Also so ein Ding hier, das sieht man auch auf der Folie, das ist eigentlich fast genauso, setzt man so auf, das sieht ziemlich verrückt aus. Man hat dazu noch normalerweise so einen Controller und mit diesem Controller steuert man im Grunde durch die virtuelle Welt. Irgendwann soll es so sein wie auf der Folie, dass man vielleicht nur noch seine Hände benutzt, um damit dann im Grunde in der virtuellen Realität interagieren zu können. Interagieren bedeutet also, dass man also mit diesen virtuellen Objekten, die man durch die Brille sieht, tatsächlich was machen kann. Also man soll die verändern können, man soll die in diesem Beispiel vielleicht inspizieren können. Das Beispiel zeigt einen Arbeitskontext, das heißt, es wird verwendet, häufig auch im Arbeitskontext, das heißt, zum Beispiel zur Inspektion von so Gerätschaften wie diesem Getriebe. Man kann das dann auseinanderbauen, sich von allen Seiten angucken. Man kann vielleicht gucken, wie drehen sich die einzelnen Teile und so weiter. Das kann man vielleicht aber auch machen am Monitor. Das heißt also, man könnte sich einen Monitor nehmen und eine Maus und kann dann auch durch die 3D-Welt navigieren. Der tatsächliche Vorteil liegt darin, wenn ich Sachen machen kann, die ich in der realen Welt vielleicht nicht machen kann oder schwieriger machen kann. Und da kommen wir zu medizinischen Anwendungen beispielsweise im Arbeitskontext, wo ich dann tatsächlich zum Beispiel Operationen üben kann. Also ein Chirurg kann sich dran setzen, sich eine Brille aufsetzen und vielleicht eine Knie-OP üben. Und was ich dann, wenn ich das ganz häufig in VR übe, dann ist es wie beim Klavierspielen, dass ich also diese Motorik, die vergesse ich so schnell nicht mehr. Ich habe ein motorisches Gedächtnis und das ist der Vorteil von VR. Insbesondere in der Medizin muss ich also nicht die Gesundheit des Patienten, der Patientin aufs Spiel setzen, sondern kann da also dann entsprechend
so oft üben, wie ich will, im Grunde genommen. Aussehen tut das so im Vergleich zu der Nutzung von Rechnern, wie wir sie normalerweise kennen, dass ich also auf der linken Seite habe ich die normale Nutzung, ich sag mal, ich sitze vor einem Monitor oder vor dem Handy und schaue in eine virtuelle Welt rein. Also ich nenne es mal virtuelle Welt, alles was vom Computer berechnet wird und alles was wir am Monitor sehen, wird ja vom Computer berechnet, ist also virtuell, ist eine virtuelle Welt. Die kann auch dreidimensional sein, wenn ich mir eine 3D-Szene anschaue oder sowas. Bei VR ist es so, dass ich wirklich in der virtuellen Welt drin stecke. Also bin ich nicht mehr vor dem Monitor, der 2D ist, sondern ich stecke drin und kann dann auf die Objekte zugehen, kann die verändern, kann die wegwerfen, wie auch immer, was ich damit machen möchte. Es gibt so eine Definition oder was VR ist. Und zwar steht im Zentrum der VR eben eine Erfahrung, die ich habe. Und die wird eindringlich dadurch, dass ich also eben diese Erfahrung mit allen Sinnen wahrnehme. Und die Erfahrung ist die, in einer virtuellen Welt oder an einem fremden Ort zu sein. Und das führt dazu, was VR eben auch kann. Es kann mich an ganz andere Orte bringen, die ich vielleicht nie im Leben sehen würde. Vielleicht würde ich noch in eine Grabstätte von einer alten ägyptischen Königin reisen können, nach Ägypten ins Tal der Königin. Aber vielleicht möchte ich das auch gar nicht. Vielleicht möchte ich zu Hause sein und mir einfach die Brille aufsetzen und mal schnell gucken, wie sieht das da eigentlich aus. Und das kann ich mit VR. Also ich kann durch dieses Grab laufen und kann mir alles anschauen, was da so zu sehen gibt. Also die ganzen Inschriften und zwar aus meinem eigenen Blickwinkel. Und das ist der Unterschied zu Fotografie. Ich könnte mir das auch auf Fotos anschauen, aber das ist immer der Blickwinkel des Fotografen, der Fotografin. Und so kann ich das selber erleben. Noch eindringlicher wird es, wenn ich Sachen erlebe, die vielleicht nicht so leicht erlebbar sind, wie beispielsweise ein Tauchgang und ich treffe dann einen Blauwal. Und Sie wissen vielleicht zur Abbildung Blauwal im Vergleich zum Elefant, also Blauwale sind wahnsinnig groß. Und wenn Sie den dann in VR treffen, dann sind Sie froh, dass Sie in VR unterwegs sind und nicht in der Realität. Also ich würde es nicht machen wollen. Ich fand auch das wahnsinnig interessant, aber es ist auch wirklich beängstigend, wenn so ein großes Ding auf einen zukommt und man denkt wirklich, es kommt auf einen zu. Und da kommen wir zu dem Teil, der sehr wichtig ist in VR. Wir könnten natürlich hergehen und sagen, dass ideal wäre eigentlich, dass wir alle Sinne so komplett mit einbeziehen und komplett vortäuschen, dass wir in dieser virtuellen, in dieser anderen Realität sind. Aber wollen wir das? Also wollen wir wirklich denken, dieser Wal kommt auf uns zu? Oder ist es vielleicht ganz schön, einen Strohhalm zu haben, aus dieser virtuellen Welt rauszugehen und die Brille einfach abzusetzen und dann draußen zu sein, wenn ich das möchte? Wie gesagt, also im Idealfall würde ich alle Sinne mit einbeziehen. Das heißt also nicht nur sehen und hören, sondern auch riechen, schmecken, fühlen, tasten. Gleichgewichtssinn gehört dazu. Körperempfindung, Temperaturgefühl, Schmerzempfindung. Also alles Sinne, die durch verschiedene Sinnesorgane, die Haut ist das größte Sinnesorgan, Ohren und so weiter eben dann entsprechend auch aufgenommen werden. Und diese Sinne, die täuschen wir vor. Aber was wir natürlich in der VR machen, ist hauptsächlich eben die Sinne, das ist das, na genau, sieht man den? Ja, das ist die Sinne, das Sehen und das Hören vorzutäuschen. Die erste VR, der Virtual Reality Automat, wurde von einem Mann namens Morten Heilig erfunden. Ich glaube, der war sich des Begriffes Virtual Reality zu der Zeit noch nicht so ganz bewusst, aber war schon in den 60er Jahren und er hat eben so einen Automaten entwickelt, in dem man so reinguckt und da wurde eine Motorradszene wurde gezeigt, auch schon 3D, also es war irgendwie so ein 3D-Film, der auch abgefilmt wurde, also keine künstlich generierte Szene, also ein Film. Aber was künstlich generiert ist, ist Wind und Vibration. Das heißt also, man denkt wirklich, man sitzt auf diesem Motorrad und fährt da durch die Gegend. Was ich besonders schön finde, ist das Aroma, also der Geruch, der da auch teilweise dann rausgepustet wird. Wenn man sich dann hinter einem Bus befindet, dann kommen so Abgasgerüche raus, habe ich gelesen. Das fand man vielleicht früher toll, das war der Geruch der Freiheit. Heutzutage denkt man da vielleicht ein bisschen anders drüber.
Aber auf jeden Fall spannend, visionär. Allerdings wurde es nie in die Tat umgesetzt. Das Ding war einfach zu teuer in der Umsetzung. Ein zweiter Versuch war dann eben diese Brille, die wir eben auch schon gesehen haben in der ersten Folie. Und zwar hat der Herr Sutherland sich tatsächlich so mal dran gemacht, so eine VR-Brille zu entwickeln. Allerdings dann mit dem technischen Know-how, was man damals so hatte, oder dem technischen Können, was man damals hatte. Man sieht da rechts und links von den Ohren, das ist eine Kathodenstrahlröhre, also das, was in den dicken Fernsehern damals drin steckte. Und man kann sich vorstellen, dass das Ding ziemlich schwer ist. Ne? Also wenn man das auf hatte, dann musste man das rechts und links festhalten, damit man das überhaupt tragen konnte. Das Interessante war aber, dass er schon einen Blickwinkel mit reingebracht hat. Und zwar, wenn ich in der virtuellen Realität bin, also wenn ich in so einer virtuellen Szene bin, dann möchte ich ja entsprechend, wo ich mich hinbewege und wo ich hinschaue, das Bild auch entsprechend angepasst haben. Das heißt also, wenn ich nach rechts gucke, soll da dann eben bitte auch, na, was steht da, die Tafel oder das Flipchart im virtuellen sein. Und wenn ich nach links gucke, soll da das Pult stehen. Und dazu muss ich jetzt meine Kopfbewegung aus der realen Welt in die virtuelle Welt reinbekommen. Und das hat der Herr Sutherland gemacht, indem er da oben so eine Stange irgendwie gepackt oder geschraubt oder wie auch immer befestigt hat an der Brille oder am Kopf. Und damit hat er dann mechanisch ein Kopftracking gemacht, also die Drehung des Kopfes irgendwie erfassen können und oder auch die Neigung und so weiter. Er hatte auch ein zweites System, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, das ist auch nicht so toll, wenn man so eine Stange oben am Kopf hat, und hat sich überlegt, über Ultraschall zu arbeiten, das ist auf der linken Seite, und hat halt Ultraschall benutzt, um dann mit so einer Gerätschaft, die man dann sich dann noch zusätzlich drauf setzen muss, hat er auch da also das Kopftracking gemacht. Ne? Und das war sehr innovativ, aber natürlich erstmal nicht so praktikabel. Also ich würde es mir nicht unbedingt jeden Tag auf den Kopf setzen wollen. Heute sieht das so aus. Wir haben eine Brille, eine sogenannte VR-Brille. Also sowas oder sowas. Da gibt es verschiedene Gerätschaften. Die setzen wir auf. Und die Sensoren, also dieses Tracking der Kopfbewegung, die stecken drin in der Brille. Beziehungsweise man kann auch von außen über Infrarot, ist es statt Ultraschall, nutzt man jetzt Infrarot, also die Position der Person tracken, sodass ich also im Grunde meine Person aus der Realität in die virtuelle Realität übertragen kann, also die Position. Dahinter, also auf dem Rücken, haben die beiden Personen dort noch irgendwelche Rucksäcke, da ist wahrscheinlich der Rechner drin oder sonstiges, um die ganzen Daten zu verarbeiten, die von den Sensoren so reinkommen, also von den Handschuhen und was man da alles noch so hat und benötigt. Das heißt, also, es wird eine Menge berechnet. Es muss dafür eine Menge berechnet werden. Nicht nur die Bilder müssen generiert werden, sondern eben auch die Sensoren müssen verarbeitet werden. Und dazu brauchen wir eine Menge Know-how. Also das ist eben das, das erste Interdisziplinäre, was eigentlich in VR drinsteckt. Ich brauche eine Menge Disziplinen, um sowas zu stemmen. Und das ist zum Beispiel Optik, Elektronik, Signalverarbeitung. Das ist die technische Seite. Das heißt, um überhaupt so eine VR-Brille bauen zu können, brauche ich diese Fähigkeiten. Und dann geht es auf der anderen Seite um die Anwendung. Ich möchte ja virtuelle Realitäten erzeugen. Ich möchte die in einem bestimmten Kontext also irgendwie umsetzen. Ich möchte also, dass Personen, die Brille aufsetzen, meinetwegen den Blauwal sehen. Und dazu benötige ich noch mehr. Und zwar benötige ich dazu natürlich einmal Themen aus der Informatik, also sowas wie Datenverarbeitung muss ich machen. Ich muss Physik simulieren, also ich muss irgendwie Physikkenntnisse haben. Ich muss, da steckt die Computergrafik dahinter, um überhaupt die Bilder generieren zu können, computergestützt. Und natürlich Animation und 3D-Modellierung, das sind dann die gestalterischen Teile. Das sind also alles Teile, die irgendwie ineinander greifen müssen, um überhaupt in so eine virtuelle Realität, so eine Anwendung zu erzeugen.
Und jetzt greife ich mir mal nur die Teile raus, die für den Kontext bzw. für die Anwendung zuständig sind. Den Kontext lasse ich immer ein bisschen außen vor, weil den brauchen wir auch. Wir brauchen einen medizinischen Kontext oder wir brauchen irgendwie Tourismuskontext, was auch immer, für was auch immer ich diese virtuelle Realität erzeugen möchte. Das kommt noch oben drauf. Das ist eine zusätzliche Disziplin, die dazukommt, mit der wir irgendwie kommunizieren müssen, wenn wir VR entwickeln wollen. Aber grundsätzlich ist für die Entwicklung von VR eben Design und Informatik bzw. Gestalter und Programmierer sind notwendig, um das überhaupt auf die Beine zu bringen. Und auch da gibt es wieder viele unterschiedliche Disziplinen und man merkt, das ist ein recht komplexes Thema. Ähnliche Bereiche sind notwendig, um eben Games zu entwickeln. Eigentlich ist Virtual Reality und Game-Entwicklung recht nah beieinander. Also man nutzt die gleichen Werkzeuge dafür. Nur, dass eben man bei einem Game eben nicht in dem Game steht, sondern eben von außen sich das anschaut auf dem Monitor oder auf dem Smartphone. So ist einfach eigentlich die Entwicklung beider Teile sehr ähnlich und deswegen haben wir für diese beiden Bereiche am Fachbereich Design und an meinem Fachbereich Elektrotechnik, Informatik, ein gemeinsames Seminar oder zwei gemeinsame Seminare entwickelt, die also diese beiden Bereiche Design und Informatik zusammenbringen, damit also die Studierenden dann schon im Studium die Arbeitswelten irgendwie kennenlernen, in denen sie vielleicht später dann unterwegs sein werden. Und diese beiden Projektseminare sind einmal Virtual Reality und Game-Entwicklung. Und im Grunde geht es in diesen Seminaren um Softwareentwicklung. Und Softwareentwicklung ist ein Problem, was bekannt ist. VR ist für viele vielleicht erstmal neu, aber Softwareentwicklung kennen wir. Denn es gibt hunderte von Webseiten, die, irgendeinen Webshop oder sowas hosten. Das heißt also, diese Art von Softwareentwicklung kennen wir. Und wenn man jetzt mal so ganz klassisch dran geht an die Softwareentwicklung, dann sagt man, man hat ein klar definiertes Problem, das ist klar formuliert, alle wissen, was sie tun und jeder kann sich, weiß, was der andere macht. Also im Team, ne, also kommen alle super miteinander klar, man muss kaum kommunizieren, weil alles irgendwie top ist. Aber in der Hochschulwelt bzw. in der realen Welt ist es natürlich nicht so. Und in der Hochschule besonders, weil da geht es so, wir haben vielleicht eine grobe Idee, was wir machen wollen, aber grundsätzlich wissen wir noch nicht, was wir machen. Wir wissen auch nicht, wie wir es machen und wir wissen auch nicht, wer es machen soll. Aber das soll großartig werden, das Projekt. Also am Ende des Semesters soll alles super sein. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, wie man sieht. Bis dahin muss also wirklich einiges passieren, bis man also innerhalb von einem Semester von, ich weiß noch gar nichts, bis hin zu, wow, ich bin Expertin für Game oder VR, beziehungsweise kenne mich da aus und habe so ein Spiel entwickelt. In der Softwareentwicklung gibt es so ein Prozess, und iterativen Softwareentwicklungsprozess, der ist ein bisschen angelehnt an die reale Welt, sag ich mal. Also, dass man noch nicht genau weiß, was man eigentlich am Ende machen will, weil das ist nicht nur ein Hochschulproblem, sondern es ist auch ein Problem in Entwicklungsabteilungen generell. Also, wenn ich Softwareentwicklung mache, ich habe selber 4 Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet, da ist es selten so, dass wenn ich loslege mit einem Projekt, dass ich dann genau weiß, was ich machen soll. Also es ist auch ganz viel ausprobieren und ich weiß zwar wohl ein grobes Ziel, aber ich muss mich immer ganz viel abstimmen und so weiter mit anderen. Und am Ende kann es sein, dass ich komplett am Ziel vorbei programmiert habe und nicht das Richtige rauskommt. Um das so ein bisschen abzufangen und um nicht EntwicklerInnen losrennen zu lassen und irgendwann nach einem halben Jahr merkt man, okay, das ist zwar eine tolle Software, aber die kann keiner gebrauchen, weil das ist nicht das, was wir haben wollten als Kunden, versucht man das so ein bisschen abzufedern, indem man kleine Schritte geht. Und das ist das im Grunde der Prozess, den man so in der Softwareentwicklung, das heißt agiler Softwareentwicklungsprozess, dass man also iterativ sich einem Endziel annähert. Und das Testen habe ich jetzt mal in die Mitte geschrieben. Testen
kann man auch zwischen Entwicklung und in Betrieb nehmen packen. Also das heißt, ich entwickle eine Software und teste die und dann wird die in Betrieb genommen. Allerdings ist Testen eigentlich so zentral, dass man das eigentlich immer machen sollte. Also das Testen hat auch eine Auswirkung auf den Entwurf. Denn wenn ich zirkulär unterwegs bin, dann ist es so, dass ich irgendwas teste und merke, das hat jetzt noch nicht den Erfolg gebracht oder ist noch nicht korrekt. Also muss ich vielleicht den Entwurf ändern. Also hat überall irgendwie einen Einfluss. So, jetzt habe ich mir angeguckt, was die Designer so machen. Und die Designer machen eigentlich genau das Gleiche. Also die arbeiten auch iterativ. Die fangen zwar am Anfang an und recherchieren irgendwie und finden eine Idee zu einem bestimmten Thema. Dann machen die einen Entwurf, da kommt vielleicht ein Prototyp raus, den man vielleicht schon mal evaluieren kann. Dann muss der irgendwie umgesetzt werden. Bei der Umsetzung, ja, wer setzt das um? Also wenn es um digitale Projekte geht, dann sind es wahrscheinlich wir, die dann vermutlich dann irgendwie die Idee und den schönen Entwurf vorgesetzt bekommen und dann sollen Entwickler das umsetzen. Und da kann es dann manchmal schon zu Problemen führen, weil ja, dann sagt man, hä, aber das kann ich gar nicht so umsetzen, weil das ist technisch gar nicht möglich. Das sind ja zwar tolle Ideen, aber so in der Form funktioniert das nicht. Und dann muss man das zurückgeben. Dann fangen die Designer an und machen wieder eine Schleife und versuchen, das zu überarbeiten und neu zu entwerfen und dann zu realisieren. So, und das ist relativ uneffektiv, wie ich finde. Also man geht dann in Schleifen und ohne miteinander vorher zu sprechen. Und da wir doch so nah beieinander liegen, kann man doch beide Kreise übereinander legen. So, und das ist das, was wir in unserem Seminar machen. Also das ist ein Konzept, ne, das ich mit Professor Tina Glückselig und Henning Tüfrücht eben zusammen ja, entwickelt habe. Haben wir das nicht, aber es ist etwas, was sicherlich auch schon in Firmen umgesetzt wird, also dass man wirklich Design und Informatik zusammen denkt. Aber für meine Begriffe wird das noch zu wenig gemacht. Ja, und das gilt natürlich auch für andere Disziplinen. Also das gilt für alle Disziplinen, die da reingehen, die eigentlich für die Softwareentwicklung notwendig sind. Also man sollte eigentlich so früh wie möglich anfangen, miteinander zu sprechen. Das ist eigentlich die Botschaft. Das heißt also, wie machen wir das in den Seminaren? Wir teilen das so in Phasen auf, kann man sagen. Die erste Phase ist, dass man sich kennenlernt und brainstormt. Das ist so ein bisschen gekoppelt mit Recherchieren und Ideen finden, planen vielleicht schon. Und dann geht es über in die zweite Phase, die Konzeptionsphase. Wissensaufbau gehört dazu und natürlich das Experimentieren. Weil Experimentieren ist total wichtig, um herauszufinden, gerade für Personen, die sich noch nicht so gut auskennen in einem Bereich, da überhaupt zu wissen, was kann ich machen und was geht nicht. Also wie weit kann ich gehen? Was von den Ideen, die wir haben, kann ich umsetzen? Und das machen wir dann in der Phase. Und in der dritten Phase geht es dann nur noch um die Umsetzung. Da arbeiten dann alle gemeinsam an dem Ziel, also diese Software, dieses VR-Projekt oder dieses Game-Projekt dann umzusetzen und tatsächlich am Ende lauffähig zu bekommen. Für mich gibt es da ja, im Grunde drei Ebenen, die ja, ein Gewinn sind für Studierende, die in diesen Projekten arbeiten. Die erste Ebene ist einerseits, dass man eben Werkzeuge kennenlernt, also ganz viel nebenher eigentlich kennenlernt. Das heißt also, man lernt kennen Entwicklungswerkzeuge, so Game Engines wie Unity oder was wir da auf der rechten Seite sehen, ist Godot. Das sind dann schon sogenannte Game Engines, also Werkzeuge, mit denen man Spiele oder VR-Erlebnisse generieren kann. Da kann man sich das alles zusammenklicken irgendwo. Auf der linken Seite ist so ein Szenegraph oder so eine Baumstruktur, wo man verschiedene Objekte reinziehen kann. Das kann dann hier dieses animierte Männchen oder dieser Spieler sein. Das kann aber auch irgendwas anderes sein. Und am Ende muss das Ganze natürlich noch mit irgendeiner Logik hinterlegt werden. Das heißt also, da kommen dann wieder die EntwicklerInnen ins Spiel, dass die also dann entsprechend versuchen, also das Ganze dann so zu implementieren, wie das Konzept das vorgibt im Grunde.
Und diese Entwicklungswerkzeuge, die lernt man dann so nebenher, beziehungsweise wir geben rein dann Tutorials oder Sonstiges, dass man sich das in der ersten Phase so erarbeiten kann nebenher. Dann gibt es Organisationswerkzeuge, sowas wie Flowchart. Ein Flowchart ist super wichtig, das kennen alle Informatikstudierenden, aber ich glaube auch Designer, dass man also da mit Hilfe von Flowcharts so eine Grundlage hat, um also einen Ablauf darzustellen, zu modellieren von dem, was man da machen möchte. Und dieser Flowcharts oder Ablaufdiagramme, die sind dann zentral, um wirklich schon mal ganz zu Anfang eine gemeinsame Sprache zu sprechen, ne? Dass man da also sich verständigt, wie wirklich das Projekt aussehen soll, wie das ablaufen soll. Moodboards gibt es, Kanban-Boards und so weiter, die man dann also im Verlaufe des Projektes nutzt, um da irgendwie sich zu organisieren. Und das sind alles Dinge, die halt eben Studierende dann lernen. Dann natürlich nicht zu vergessen theoretische Fachkenntnisse, die wir dann auch versuchen, zum Beispiel durch Referate mit reinzugeben, Referate, die die Studierenden dann halten, oder wir geben halt selber Impulsvorträge. Das heißt also, nebenher passiert dann auch ganz viel so Erwerb der Fachkenntnisse. Und dann natürlich Learning by Doing, aber das ist dann bei allen Geschichten ja dann auch eben wichtig, die wir machen. Und was ich ganz wichtig finde, ist die dritte Ebene. Und deswegen mache ich eigentlich diese Veranstaltung. Vielleicht machen die Studierenden das eher wegen VR oder Game. Ich mache das eigentlich wegen der interdisziplinären Arbeit und der Kompetenz, die man dann erlernt, und zwar im Teamarbeiten, sich zu organisieren. Und zwar über die Fachgrenzen hinaus und rauszukommen aus seiner Bubble. Weil das wissen Sie selber, wenn Sie studieren, dann arbeiten Sie zusammen in Teams mit anderen Studierenden aus der Informatik oder aus dem Design. Alle finden vielleicht ungefähr das Gleiche gut oder das Gleiche schlecht oder haben die gleiche Sprache, verwenden die gleichen Abkürzungen. In diesen Projekten kommt man so ein bisschen raus. Also da lernt man eben auch andere Leute kennen, sag ich mal, und versucht halt da irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und ich sehe schon, da gibt es ein paar Lacher, da gibt es also tatsächlich konkrete Erfahrungen dazu, vermutlich. Ja. So eine Zusammenarbeit kann dann so aussehen. Das ist ein Board, was wir benutzen. Das ist also eine digitale Plattform, worüber man dann kollaborativ arbeiten kann. Da ist dann auf der rechten Seite so ein Flowchart zu sehen, wo dann einige Ideen schon mal irgendwie konkretisiert wurden, also so Abläufe, dazu kommen dann irgendwelche Bilder, um das dann auch nochmal ein bisschen visuell zu unterstützen, aber auch andere Visualisierungen, die sehr hilfreich sind für die EntwicklerInnen, das Ganze dann umzusetzen, weil man ja nicht irgendwie in die Köpfe reinschauen kann. Also man muss irgendwie eine Grundlage schaffen, um zu wissen, was will denn die andere Partei, was wollen wir zusammen eigentlich erreichen. Und dazu braucht man Beispiele, sag ich mal. Das ist ganz wichtig. Ein Beispiel mal, um so einen iterativen Prozess zu zeigen, wie da gearbeitet wird, ist beispielsweise, und warum eigentlich dieses Iterative so wichtig ist, ist ein Projekt, was wir zusammen gemacht haben, und zwar zum Thema tierisch individuell. Das ist eine Ausstellung gewesen im LWL-Museum, im Naturkundemuseum. Und die findet jetzt auch statt in Bielefeld im Naturkundemuseum, also kann man sich jetzt noch angucken. Da haben wir Spiele für entwickelt. Und diese Spiele sind entstanden in einem Projektseminar von Tina Glückselig, aber begleitend eben dann mit Informatikern. Und das heißt, die Zusammenarbeit war schon direkt von vornherein dieselbe, aber einmal um zu zeigen, dass manchmal unerwartete Dinge passieren. Das ist ein Beispiel, da sollten Seebären platziert werden auf einem Strand. Und dieser Strand, es sollte daran gezeigt werden, dass also Seebären, wenn sie sehr beengt auf einem Strand zusammenstehen, dass sie dann halt recht schnell irgendwie krank werden können. Also die Virenübertragung ist dann deutlich höher, als wenn die auf einem Strand sind, wo der weniger besiedelt ist. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, irgendwas.
Also die marschieren alle so hintereinander, die Seebären, das ist so jetzt nicht so wunderschön. Aber es ist einfach daraus entstanden, wir sollten die einfach platzieren als Entwickler und haben die dann einfach so platziert nach so einem Raster und dann sieht das halt eben so aus. Das hatte man dann erst gemerkt, als wir dann eben diesen Prototyp entwickelt haben, beziehungsweise so ein lauffähiges Game. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine weitere Schleife, denn man muss irgendwie diese Seebären anders platzieren. Und es muss irgendein anderes Raster geben, an dem wir die ausrichten können. Dann kam halt eben die Idee, so ein Wabenraster zu nehmen. Das haben wir dann ausprobiert, haben die da so platziert, auch wieder alles visualisiert. Und naja, siehe da, es sieht alles ein bisschen schöner aus. Ne? Also das sieht ein bisschen natürlicher aus, vor allen Dingen, wenn, stellen Sie sich vor, auf der linken Seite wäre der Strand total voll. Dann, ich weiß auch nicht, das sieht... Also es sieht auf jeden Fall nicht natürlich aus. Insofern, also eine Bearbeitungsschleife da drin. Ein weiteres Beispiel, was wir zurzeit bearbeiten, ist ein Projekt, ein Forschungsprojekt in Zusammenarbeit einerseits mit der WWU, aber auch mit der Uniklinik, mit dem Uniklinikum in Saarbrücken, beziehungsweise der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken. Also da kommen einige Disziplinen zusammen. Das ist einmal, ja, geht es um VR, um KI und eben um medizinische Lehre. Und in dem Projekt kommen eben noch mehr Disziplinen zusammen, also nicht nur Informatik, Design, sondern auch Medizin. Und das macht es nicht einfacher, zu Beginn zumindest. In diesem Projekt geht es darum, dass es gibt ein Trainingszentrum für Medizinstudierende. Und in diesem Trainingszentrum, das sieht man hier auf dem Bild, gibt es so Räume, die sind so kreisförmig angeordnet und in denen werden Medizinstudierende Situationen, möglichst echten Situationen mit Patienten ausgesetzt. Das heißt also, die sollen irgendwie herausfinden, welche Erkrankungen ein Patient, eine Patientin hat und sollen eben anhand von bestimmten Merkmalen, also wie sich diese Person verhält, dann eben herausfinden, ja genau, also welche Diagnose sozusagen da gestellt werden kann. Die werden dabei beobachtet und was man jetzt nicht sieht, also man sieht da eben eine Medizinstudentin, auf der linken Seite ist ein Patient, Patientin, das sind alles Schauspieler. Die bekommen also irgendwas aufgeklebt, also irgendwie eine Hautkrankheit aufgeklebt oder werden blass geschminkt oder was auch immer, verhalten sich irgendwie total merkwürdig und manchmal gibt es da ganz überraschende Situationen. Und diese Geschichten sollen also dann dazu führen, also diese Übungssituationen sollen dazu führen, dass Medizinstudierende dann eben besser werden und nicht direkt auf richtige Patienten losgelassen werden müssen, sondern sie vorher schon so eine Übungssituation hatten. Was wir machen in dem Projekt ist, das Ganze in VR umzusetzen. Und zwar hat das den Vorteil, dass es eben bestimmte Krankheitsbilder gibt, die man in der Realität mit Schauspielern nicht darstellen kann. Und ein Beispiel ist, wenn Patienten im Krankenhaus sind und es soll eine Hirntoddiagnose festgestellt werden, dann ist es eine ganz schwierige Situation, erstens für die Mediziner, sag ich mal. Andererseits ist es aber auch eine wichtige Diagnose, weil es vielleicht darum geht, dass ein Organ gespendet werden kann oder so. Und in diesem Fall ist es so, dass man also das nicht mit Schauspielern nachbauen kann, weil es gibt so ganz bestimmte Reflexe, die haben sie einfach. Und die können sie nicht, und diese Reflexe werden also bei diesen Untersuchungen getriggert und die können sie dann nicht einfach, die können sie nicht nachspielen. Also es geht einfach nicht. Und das war so ein bisschen der Aufhänger zu überlegen, kann ich das nicht auch alles in VR machen? Und dann kann ich das auch irgendwie viel besser randomisieren, weil in diesem Trainingszentrum ist es so, dass sich ganz schnell herumspricht, ja okay, in Zimmer 3 ist die blonde Patientin und die hat die und die Krankheit. So, und dann wissen alle, okay, das und das muss ich machen und dann ist der Lerneffekt nicht so besonders groß. Ne? Und in VR kann man das tatsächlich alles ein bisschen individueller gestalten. Wenn man denn dieses Szenario dann irgendwann, also diese Anwendung dann irgendwann so umgesetzt hat. Und da steckt halt KI drin, da steckt aber auch drin, dass man erstmal, und das sehen wir hier auf der Folie, möchte, dass also die Lehrpersonen selber diese Szenarien zusammenbauen.
Das heißt also nicht die EntwicklerInnen bzw. DesignerInnen bauen also irgendwie Szenarien zusammen mehrere, sondern das sollen die Lehrpersonen machen. Und diese Informationen, die werden irgendwo hinterlegt, also da sollen PatientInnen generiert werden, Räume sollen generiert werden können, Pathologien sollen generiert werden. Und dann am Ende soll daraus ein VR-Szenario berechnet werden, in das dann eben die Studierenden reingehen können. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Und wir haben dazu mal vor einem Jahr so eine kleine Vorstudie gemacht, die auch so ein bisschen zeigt, wie so eine Zusammenarbeit also sein kann, wenn man da interdisziplinär unterwegs ist und direkt von vorne hinein zusammenarbeitet. Also man kann also im Grunde genommen das VR-Szenario direkt umsetzen. Man braucht also keine Prototypen. Kann man natürlich auch machen, dass man sich erstmal irgendwie einen visuellen Prototypen irgendwie baut. Aber man kann direkt auch an der richtigen Anwendung arbeiten. Und da kann man dann sowas ausprobieren, man kann irgendwie ein Design ausprobieren. Da haben wir es ein bisschen übertrieben. Also da ging es auch darum, irgendwie eine Emotionalität reinzubringen. Das ist so ein bisschen, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie der Flur bei The Shining. So irgendwie. Und so ein kleiner Gruselfaktor ist schon dabei, aber genau, es zeigt auch, dass man eben über die Gestaltung recht viel mit reinbringen kann, also auch Emotionen, auch wenn es seriöse Anwendungen sind. Und deswegen ist das so wichtig, dass da eben Gestalter auch dabei sind und da drauf gucken, dass es auch richtig aussieht. Dann gibt es natürlich Fragen, wie gestaltet man Dialoge in VR? Und wie führt man eigentlich dann NutzerInnen dann halt eben durch die virtuelle Welt? Also wie sagt man denn dann, dass also die Person jetzt nur gerade ausgehen soll und da ist dann das Zimmer, wo die Patientin liegt, ne? Also das sind so Fragestellungen, die man dann hat und die man vielleicht auch erst merkt, wenn man dann in VR unterwegs ist und die Anwendung tatsächlich ausprobiert. Und deswegen ist es so wichtig, so schnell anzufangen, die Anwendung zu bauen, um halt wirklich in der Anwendung auszuprobieren und auszutesten, wie das funktioniert. In diesem Patientenzimmer sind dann im Grunde so ein paar Items eingebaut, auch so ein bisschen was Persönliches sollte da eingebaut werden. Diese Schränke sind so ein bisschen glänzend gestaltet, auch so dieses Kalte, was da wieder gespiegelt wird, also diese bedrohliche oder vielleicht auch der Druck, der da ausgeübt wird auf Mediziner, dass die da so ein bisschen mit reingezogen werden. Und was wir gemacht haben beispielsweise, ist zu überlegen, wie kann man denn da Interaktionen gestalten. Und wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass, also wir brauchen da so ein paar Gerätschaften, Katheter und was weiß ich, was alles, so Hammer und was auch immer. Und die kann man in VR greifen und die kann man auch fallen lassen. Und wenn die dann wegfallen, dann sind die irgendwie unterm Bett oder unterm Schrank oder so. Und dann stellen sich vor, Medizinstudierende, die noch nie in VR gearbeitet haben, haben so ein Ding auf dem Kopf und fangen jetzt an, irgendwie unten auf dem Boden rumzukrabbeln, stoßen sich vielleicht noch den Kopf oder haben das Kabel um den Hals. Also das ist nicht so eine schöne Angelegenheit. Vor allen Dingen werden die halt komplett rausgezogen aus der VR. Aber die sollen drin sein, die sollen also komplett denken, das ist jetzt, die sollen also nicht unterbrochen werden in ihrem Erlebnis sozusagen. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, nach der Erkenntnis, wir brauchen sowas wie Drop Zones, also Zonen, wo wir Geräte hinlegen können und hochheben können. Und nur da geht das. Und wir müssen die auch irgendwie kennzeichnen. Das heißt also, rundherum müssen wir irgendwie so eine Outline oder irgendwie den Bereich kennzeichnen, damit wir den da hinlegen können. Oder damit wir deutlich machen, dass dort also eben diese Gerätschaften liegen. Und kann man sich... Das ist jetzt mal, wird es einmal abgespielt, was passiert. Also wir nehmen uns den Katheter und dann gehen wir an die Person dran. Die können wir auch bewegen in VR. Und das ist jetzt wirklich mal so eine Untersuchung, dass den Hustenreiz auslöst. Also das heißt, man steckt in der virtuellen Realität dann tatsächlich halt diesen Katheter in den Hals. Und dann soll auch genau diese Reaktion darauf folgen.
und so realistisch wie möglich. Und das, da gehört eben auch zu, dass ich trotzdem noch mit der Person irgendwie interagieren kann und gleichzeitig, also das heißt, der Kopf bewegt sich, wenn ich meine Hand drauf halte oder ich hebe den Kopf hoch, und gleichzeitig soll aber eine Animation ausgelöst werden, also dieses Husten. Und das, diese Hustenanimation ist etwas, was geskriptet ist. Also das heißt, Designer, unser Designer hat sich da dran gesetzt und hat diese Hustenanimation tatsächlich gemacht. Zusätzlich dieses Bewegen des Kopfes mit der Hand, das ist eine Physiksimulation. Das heißt also, wir müssen jetzt diese geskriptete Animation überlagern mit der Animation, die passiert, wenn ich selber interagiere mit dem Objekt. Und das ist die Schwierigkeit an der Stelle, und das ist eben das, was man erst herausfindet, wenn man also gemeinsam an diesen Projekten arbeitet. So, das ist eigentlich fast zum Ende gelangt. Und zwar in diesem Projekt sind wir das erste oder das einzige Team, was eigentlich ein komplett interdisziplinäres Tandem hat. Das heißt also, Entwicklung und Design arbeitet komplett zusammen, auch in der Konzeptionsphase und Entwurfsphase. Macht zusammen die Besuche in diesem Studienhospital, macht die Beobachtungen dort. Also das heißt, wir gehen auch erst hin in das Studienhospital und schauen uns an, wie arbeiten die jetzt gerade mit den Schauspielern und wie bauen die, die diese ganzen Versuche auf und diese ganzen Szenarien auf jetzt und versuchen daraus was zu gewinnen, wie wir es dann in VR dann umsetzen können. Die Vorteile eben bei der Zusammenarbeit, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, ist eben, dass man so ein bisschen dieses Prototyping überspringen kann, also auch diese Schleifen, die passieren, überspringen kann, wenn man also nicht miteinander spricht und einzeln vor sich hin arbeitet. Man kann also diesen experimentellen Code, den man dabei erzeugt, also diese experimentelle Welt, die ich eben auch gezeigt habe, direkt übertragen auch auf dann funktionale und funktionierende Prototypen beziehungsweise auch dann die Anwendung, die man dann entwickelt. Wir hoffen, dass wir uns Schleifen in der Entwicklungsphase dann eben entsprechend auch einsparen und vor allen Dingen ein Verständnis füreinander und ein gemeinsames Wording entwickeln. Also das ist wichtig. Ja, am Ende als Fazit, was bietet Interdisziplinarität an Hochschulen? Also zum einen eben, dass man fachspezifische Methoden entwickelt. Das heißt also, irgendwie versucht zu simulieren, wie es dann am Ende tatsächlich in der realen Welt aussieht. Also auch diese Entwicklungsprozesse, die in der realen Welt, in der Arbeitswelt so passieren, vielleicht auch versucht nachzubilden. Teamarbeit fördern, insbesondere in diversen Teams. Die werden automatisch diverser, wenn ich unterschiedliche Disziplinen also zusammenführe. Das merken Sie ja dann auch. Selbstwirksamkeit entwickeln, das heißt also, wenn ich es schaffe, innerhalb von so einem Semester ein ganzes Game zu entwickeln, das ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, wenn man das dann halt eben umgesetzt hat. Also das ist, man kann es dann eben Verwandten, Bekannten zeigen, das ist schon wirklich gut. Ja, und dann entsprechend auch Kenntnisse des jeweils anderen Fachgebiets ausbilden. Und das ist so ein bisschen mein Traum, dass also eben die Gestalter anfangen zu programmieren und die Programmierer anfangen zu gestalten. Also das wäre schön. Genau. Und das ist eigentlich auch der Schlusssatz. Also in Projekten ist natürlich dann, schauen wir uns das an, wie das über die lange Sicht dann funktioniert. Und wir sammeln die Erfahrungen und schauen dann auch entsprechend, das mal zu verbessern. Und hoffen, dass wir da effizientere, zielgerichtete Arbeiten abliefern können. Das sind noch die Quellen, die ich habe, und dann bedanke ich mich. Ich habe, glaube ich, noch nie vor so einem interdisziplinären, diversen Publikum gesprochen. Insofern freue ich mich jetzt auf Fragen. Fragen. Da ist eine. Also in der Lehre hatten Sie jetzt ja gerade den interdisziplinären Zyklus der VR-Softwareentwicklung gezeigt, beide vereinen. Jetzt frage ich mich, wie das dann in der
Projekten, weil in der Lehre kann man das ja steuern, aber in der echten Welt ist es ja typischerweise dann auch so, dass VR-Projekte ausgelagert werden, weil die Expertise in den meisten Unternehmen nun mal nicht existiert. Wie kann man da denn jetzt dann die internen Prozesse einer Firma nach außen mit einer zum Beispiel VR-Agentur vereinen, dass das alles wieder zu diesem Zyklus kommt, den man aus der Lehre dann kennt? Ja, aber was bedeutet VR-Agentur? Also was macht denn die VR-Agentur? Also nicht jetzt VR-Agenturen. Ist das die gestalterische Seite, die dann eingebunden wird? Genau, also sowohl die gestalterische als auch die Informatikseite. Da hat man ja, so wie bei dem Medizinprojekt, die fachspezifischen Teile in einer Firma stecken. Ach so. Also das stelle ich mir bei so VR-Projekten natürlich sehr anspruchsvoll auch vor. Aber das ist, glaube ich, bei vielen, also findet man auch Beispiele außerhalb von VR. Also es ist immer dann, man hat eine Softwarefirma und dann kommen Kunden, die wollen jetzt irgendwie was haben von dieser Softwarefirma, die wollen eine Software entwickelt haben. Und da muss man ja auch irgendwie herausfinden, was wollen die eigentlich. Und da gibt es natürlich auch, also man versucht auch Kundinnen einzubinden in den Prozess. Und richtig schlecht ist es, wenn man also nicht kommuniziert. Ne? Dann ist irgendwie, das ist immer ein total großes Problem. Also das ist so aus meiner Erfahrung auch. Ich habe selber in einer Firma gearbeitet, wo die Kommunikation nach außen eher schlecht war. Und dann kam doch mal irgendwann ein Mitarbeiter vom Bauer Verlag oder so vorbei und der hat gesagt, wir brauchen aber das und das und das. Und dann so, ach echt? So, ne? Ich habe so zum ersten Mal mit jemandem geredet, der das tatsächlich anwendet. Und das war total spannend und man hat das so aufgesogen, sag ich mal. Ne? Also entsprechend ist das eigentlich ein Plädoyer dafür, stärker zu kommunizieren, also auch mit der anderen Disziplin. Also da mehr Kommunikationswege zu öffnen und immer wieder die Person mit ins Boot zu holen, also bei jeder Iteration, die man macht, ja. Wenn es möglich ist, aber klar, die Realität sieht häufig anders aus. Da ist noch eine Frage. Archetypische Lösung, es gibt Projektmanagement-Systeme, ganz einfach, und da stehen Stakeholder drin, da werden die Ziele, also eine Frage, warum die Zieldefinition am Schluss kommt und nicht am Anfang, widerspricht jedem Qualitätsmanagement. Zunächst einmal muss ich mich über die Ziele einigen, und zwar mit allen Stakeholdern. Ja, ich hatte aber, das ist aber ein Kreis. Das ist kein Anfang und kein Ende. Zunächst einmal das gemeinsame Verständnis, wo möchten wir gemeinsam gehen. Das ist auf jeden Fall so, ja. Driftet ja das ab und zum Schluss denken wir, okay, wie Sie gesagt haben, wir haben ja völlig was Falsches entwickelt. Das kann ja so nicht sein. Im Qualitätsmanagement und auch im Projektmanagement gibt es natürlich zeitweise Überprüfungen, zeitweise Nachfragen. Das gibt also, ist auch IT-technisch unterstützt. Also das Ganze ist jetzt alle. Ja, aber man muss es auch machen. Ne? Also das muss natürlich auch unterstützt werden. Ja, gerne. Nee, aber gerne. Ja, aber der Kreis, wenn Sie nochmal zurückspringen, der Kreis ist ganz, ganz hellgrün. Ach so. Das ist nur um. Bei Ihnen geht es mit Recherchieren mit kräftigem Grün los und Sie enden mit einem fahlen Ziele bestimmen bewerten. Na, das gehört zusammen. Ne? Also wenn man am Ende überprüft man dann die Ziele und bewertet. Ich mal bestimmen, weil sonst bin ich ja. Aber das passiert ja auch. Also, ja. Wollte bloß sagen, der Kreis schließt sich für mich nicht. Okay. Aber der Kreis ist geschlossen. Ja, der ist geschlossen, aber nochmal, es gibt Projektmanagement, da ist die Zielbestimmung steht zurück am Anfang. Das ist ja auch so. Das ist ja auch definitiv so. Genau. Ja, also wenn es jetzt um die Farbe geht, das soll einfach nur
ein bisschen hervorheben, den zyklischen Charakter. Ich fand es einfach ein bisschen schöner. Also. Aber vielleicht, ich bin auch keine Gestalterin, das macht sich da vielleicht zum Ausdruck, dass das nicht so gut sichtbar wurde. Ich hatte auch noch mal eine Frage, und zwar dieses Medical Training. Ist das schon quasi schon fertig? Also haben das Studierende der Medizin schon mitgearbeitet? Nee, also das, es gibt dieses Hirntod-Szenario gibt es schon. Also das, da läuft eine Promotion drauf. Das ist ein Promotionsstudent, der das entwickelt hat und hat das eben auch entwickelt, weil es recht simpel ist, weil die Person nicht interagieren kann in dem Sinne, vor allen Dingen nicht sprechen kann, weil sie liegt ja dort. Und das ist der Vorteil und das macht das war einfach der Einstiegspunkt. Aber es soll am Ende tatsächlich PatientInnen dort auch in der Welt sein, die dann auch reden können, die irgendwie interagieren können. Also da steckt wirklich dann eine KI dahinter und wir wollen es so realistisch wie möglich machen. Das heißt also, mit der Sprache muss dann auch die Gesichtsanimation passen und so weiter. Und das ist die Herausforderung dann. Ja. Ja. Ja, und auch im Rahmen dieses Zykluses gibt es jetzt quasi noch nicht unbedingt eine Rückmeldung von Medizinstudierenden, die das ausprobiert haben. Wie die damit quasi klarkommen, mit der Bedienung. Genau, doch, es gibt schon einen Zyklus, es gibt schon eine, also diese eine Anwendung wurde schon evaluiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch in der Auswertungsphase ist. Die Evaluation habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt aber, was kam da raus? Es wurden ja verschiedene Sachen abgefragt. Es wurde irgendwie abgefragt, erstmal generell, wie kam man in der VR-Welt klar und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob abgefragt wurde, wie war jetzt das Lernergebnis oder konnte ich das jetzt besonders gut irgendwie dadurch lernen oder so. Ne? Also es gab Fragen zum Thema Interaktion in den Szenarien und so weiter. Genau. Okay. Aber es ist halt immer noch, wir stehen da komplett am Anfang, also wir sind gerade ein halbes Jahr dabei und wir sind gerade noch dabei, uns zu organisieren ein bisschen, also wir versuchen, also es gab ganz viele Treffen, sag ich mal, und es gibt vielleicht jetzt mittlerweile so einen ersten Stand, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt so einen ersten Entwurf, so eine grobe Vorstellung, wie jetzt zumindest dieses Autorentool aussehen soll, weil das ist ein zentrales Thema, wie man überhaupt VR-Szenarien generieren lässt, also über so ein Autorentool. Weil normalerweise ist es so, ich lade mir irgendwie über Steam eine VR-Erfahrung oder ein Spiel runter und dann ist die da und dann gehe ich da rein. Aber wie erzeuge ich die? Mithilfe von einem Tool. Also dass Personen, die sich nicht so richtig mit Rechnern, also die einen medizinischen Hintergrund haben, also die halt auch dann erzeugen können und gestalten können. Das glaube ich, ist spannend. Okay. Noch eine Frage? Genau. Aber wie ist das, wenn ich so ein Menschendesign muss? Haben sich da Leute gedacht, so, weil ich ein Mensch aussehen muss, ich kann das kaufen, ich kann den Partner geben und wenn ich ja. Ja, das ist total, das ist eigentlich das, auch die Diskussion. Ja, es gibt Firmen, die tatsächlich Personen generieren. Also die haben so einen Personengenerator. Und das Ding ist halt nur, wir sind ja ein öffentlich gefördertes Projekt und wir sind ein Hochschulprojekt und da dann lizenztechnisch auf Dinge zuzugreifen, die dann irgendwie kommerziell verkauft werden, ist wieder eine Schwierigkeit. Aber dieses Ding gibt es und wir können es aber natürlich nicht technisch einfach einbauen. Es wäre natürlich schön, wenn wir dann irgendwie diese Technik einbauen könnten und wir hätten dann so Regler und könnten dann halt irgendwie entsprechend die Person verändern, größer, kleiner, dicker, dünner machen und so weiter. Das ist so technisch erstmal, das ist eine große Herausforderung, ist wahrscheinlich ein eigenes Projekt für sich. Aber es gibt natürlich Firmen, die sowas machen und man kann es nutzen. Bitte? Ja, ich wollte einen Körpergenerator eigentlich ursprünglich machen, genau.
Und dann kamen unsere Projektpartner um die Ecke und haben gesagt, ja, sowas gibt es und das können wir nutzen, aber jetzt haben wir das Lizenzproblem, vielleicht machen wir doch irgendwann Körpergenerator. Ach so, ja, ja, es gibt natürlich Datenbanken, wo man also Objekte auch irgendwie beziehen kann. Es gibt auch Firmen, die solche Objekte auf Anfrage hin generieren. Also es gibt VR-Firmen, die, mit denen haben wir auch gesprochen, die was Ähnliches machen und die bestehen eigentlich nur aus EntwicklerInnen und haben eigentlich also alles, was an Objekten da platziert werden soll, wird eingekauft. So, also das sind, dann gibt das spezielle Firmen, die also dann nur diese Objekte irgendwie erzeugen. So, ja. Und da steckt dann eben auch schon irgendwie ein Rig drin. Das heißt, also die haben so dann virtuelle Knochen sozusagen, die man dann auch irgendwie bewegen kann und animieren kann. Also das gibt es dann. Man muss nur dann genau sagen, wie animiert man die und so weiter. Ja. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Ach so, ja, ja, stimmt, stimmt. Das ist auch noch so ein Thema. Ja, klar. Aber das geht dann eher um die Animation. Ne? Genau, ja. Also es gibt natürlich auch Techniken wie Motion Capturing, wo dann man entweder Sensoren am Körper hat oder ich glaube, das System, was jetzt benutzt wird, da hat man eine Kamera von außen, filmt sozusagen die Bewegungen ab und da wollen wir auch die SchauspielerInnen gewinnen, die hier in dem Zentrum arbeiten als Schauspieler und die sollen abgefilmt werden, um dann auch die Animation so realistisch wie möglich zu machen. Genau. Also solche Techniken gibt es natürlich auch. Genau, danke. Ja. Da ist noch eine Frage. Lehrprojekte oder in genau, dem. Also jedes Semester findet eine der Veranstaltungen statt. Also im nächsten Semester findet wieder Game-Entwicklung statt und danach findet wieder das Virtual Reality-Projekt statt. Also die können dann auch besucht werden. Ich habe hier noch einen Fall Hafer, da muss man sagen, ich komme vom UKM. Ah! Eigentlich könnte man noch einen Schritt weiter gehen, nämlich die Patienten mit so einem Sensor zu verbinden, weil die Schauspieler sind ja auch nur Ersatz für die Patienten. Da sind sie wahrscheinlich, ja. Die Lehre ist natürlich sozusagen, Patienten sind ja auch so häufig sehr offen gegenüber solchen Dingen, also verlässlich, wenn sie mit Sensoren beklebt sind. Das kennen wir aus anderen Situationen ja auch. Wäre es nicht eigentlich nur sinnvoller, sozusagen in die Realität zu gehen, also an die Patienten heranzugehen, die sozusagen zu scannen und dann Standards zu schaffen? Also ich habe immer irgendwie so den Eindruck aus der Entwicklungssicht, dass immer so gesagt wird, ich komme vielleicht auch da eher aus der Bildverarbeitung, dass man immer sagt, ja, Daten sind aber total schwierig und am Patienten dran zu kommen aus Datenschutzgründen ist total schwierig. Aber klar, also sicher wäre das total sinnvoll, wenn man da einen echten Patienten mit Herzproblemen hat oder sonstiges. Ne? Also das wäre natürlich super, aber wenn Sie die Einschätzung haben, dass das funktioniert, also wenn man Patienten dafür gewinnen kann, dann ist das natürlich toll. Dann sagen wir natürlich ja, gerne. Ja, absolut. Absolut, ja. Die Menschen, die sich mit VR oder mit dem Design eigentlich, was können die eigentlich? Und da ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem, was in der Medizin stattfindet, also das Gefühl, dass das wird die Zukunft sein, und dem Nichtwissen, was gibt es eigentlich. Es gibt ja auch andere VR-Projekte noch mit anderen zusammen, und man merkt einfach, dass jedes Mal sozusagen alle voneinander stehen, zumindest die aus der Medizin einigermaßen beeinflusst sind von dem, was geht, aber dann sozusagen der nächste Schritt wirklich schwierig ist.
Ja, das stimmt. Also da muss man, aber das ist auch das Problem. Ja gut, ich habe jetzt gefragt, wer hat schon alles eine VR-Brille aufgehabt? Das hatten jetzt relativ viele. Ich glaube, in einem anderen Setting hätten ganz wenige das aufgehabt. Das ist also auch so eine technische Hürde, die man da hat, was VR vielleicht angeht. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding, deswegen muss man, sind wir da ja jetzt auch dran, also das zu entwickeln, weil das, also man merkt das auch, also da findet Vernetzung statt, also man spricht ja auch miteinander und man merkt, dass ganz viele da in dem Bereich arbeiten. Also insbesondere diese Firma, die ich eben nannte, die versucht ja auch da ihren Platz irgendwo zu finden, also auch im medizinischen Bereich, um so Notfallsituationen oder so, ne, also ja. 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 Aber das muss auch einfach experimentiert werden, muss man, glaube ich, viel ausprobieren. Ich meine, das ist jetzt auch eine Luxusposition, dass wir alle Bereiche sozusagen dabei haben und die haben sich jetzt Zeit dafür genommen und können sozusagen alle gemeinsam daran arbeiten. Das ist natürlich in der Industrie, also wie ja schon auch angemerkt wurde, nicht immer möglich. Aber da, das Projekt ist darauf ausgerichtet und da ist es natürlich der Luxus, den man jetzt hat. Gut, dann würde ich sagen, ja, sind noch Fragen? Entschuldigung. So. Ne, also ich denke, vieles, also gerade war es jetzt generell Game oder war es eher VR, in Richtung VR gefragt? Weil VR ja, ist halt die Frage, wie sehr man da jetzt einen Game-Charakter drin hat. Also es ist natürlich eine Game-Technik, die da drunter liegt, aber man versucht ja da Realität nachzubilden. Und das ist dann, wenn ich ein Game habe, dann will ich irgendwas gewinnen, dann bekomme ich Punkte für irgendwas und werde belohnt oder so. Und das ist bei VR-Erfahrungen vielleicht nicht unbedingt so. Der Vorteil da liegt ja darin, dass ich also Situationen schaffen kann, die ich also erstens ad hoc generieren kann. Und zweitens eben wiederholen kann, auch nach Belieben. Und vielleicht auch Situationen schaffen, die ich so vielleicht nicht in der Realität erlebe so schnell. Und das ist der Vorteil. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das großes Potenzial hat. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefürchtet vor der Frage, wie sehen Sie das in Zukunft? Weil es gibt ja dann auch noch diese Diskussion zum Metaverse und was weiß ich was alles. Und keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Also ich glaube, die Hürde ist also im Consumer-Bereich, vor allen Dingen die Technik, weil ich sehe nicht, dass sich alle Leute da irgendwie so einen riesen Rechner da reinstellen und mit diesen Controllern und den Sensoren, die alle da aufstellen und das machen. Also es muss schon stark einfacher werden, damit man das im Consumer-Bereich benutzt. Und deswegen glaube ich, dass da jetzt in der Arbeitswelt da auch die Pionierarbeit passiert, weil man da eben sich einen Raum leisten kann, wo man die VR drin hat und vielleicht ist es sogar günstiger. Aber wie die Zukunft da aussehen wird, wie sich das etablieren wird, das wird man halt auch sehen. Also wie die Menschen das annehmen, ne? Wie gut, im Grunde liegt es auch an uns, ne? Wie gut wir diese Anwendungen gestalten, wie eingängig die sind und wie gut nutzbar die sind.